Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, jetzt geht's wieder ein bisschen öfters weiter pro Tag. Ich wollte gestern schon aufnehmen, aber habe craften müssen. Ich habe so viele Crafting-Sachen hergestellt und ja, Pläne gekauft. Ich habe fast kein Geld mehr, nur noch 15.000. Also. Ja, außerdem habe ich das Level of Detail, also die Sichtweite erhöht, wieder. Ja, es wurde mir immer wieder gesagt, es sei verboten, aber schaut euch mal das an. Man sieht sogar Alisius. Das ist einfach nur krass. Das muss einfach sein. Nein, es ist nicht verboten. Die CFG, also die Game CFG, die ist nicht verboten. Da dürft ihr erhöhen, was ihr wollt. Ich habe nicht alles erhöht. Es gibt noch ein paar Sachen. Zum Beispiel Fox Dart habe ich, glaube ich, gar nicht gemacht. Und so weiter. Aber, naja, ihr seht es, manchmal könnte es ein bisschen lecken. Wenn die Texturen nicht nachkommen. Die Engine ist halt nicht gut genug. Ja, ich hoffe, die Engine von Planet Coaster ist gut genug. Weil ich werde das jetzt Let's Playen. Schaut mal dort rein, das ist, macht richtig viel Spaß. Eventuell werde ich auch ein bisschen etwas von diesem Spiel hier bringen. Ich werde einfach natürlich die Parks bringen, die Kampagne machen und so weiter. Ja, also jetzt suchen wir noch Silber. Und noch irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, welches es noch ist. Aber auf jeden Fall müssen wir halt noch ein bisschen craften. Also ich will jetzt eigentlich nur die Rohstoffe holen und dann zwischen diesem Part und dem nächsten Part dann noch craften. Weil, es euch zu zeigen, ja, ihr dürft entscheiden. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es gern sehen möchtet. Aber ich stelle halt noch nicht etwas Gutes her, weil ich erst Level 2 bin im Craften. Gut. Ja, freut mich, dass ihr wieder angeschaltet habt. Momentan ist es mir halt sehr wichtig, dass ihr auch zuguckt, Kommentare schreibt und liked und so weiter. Weil ich bin momentan am Arsch. Der ganze Körper, der ist bei mir aufgerissen. Und so weiter. Und ja, ich bin einfach ein armer Teufel. Und deshalb, naja, hätte ich es ja gerne, dass es einfach wieder ein bisschen besser wird. Es war doch gut, also ja, ich muss halt mehr Parts bringen, aber ich habe jetzt ein Full HD 60 FPS gestellt. Also ich habe sonst nur Full HD gehabt und ja, ich finde es einfach toll. Die Grafik ist natürlich viel besser. Man sieht zwar nicht so den Unterschied, aber es wird nicht mehr pro FPS. Geht die Grafik nicht mehr so ein bisschen runter. Wie soll ich sagen? Wird einfach nicht so. Die YouTube-Player sind einfach schlecht. Sag ich so. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr die auch im Original anschauen. Dafür müsst ihr aber 140 GB rüberschieben. Und das lieber nicht. So. Ja, und oh, schaut euch das mal an. Das ist gewaltig. Ah, da seht ihr mal, wie gut mein PC ist. Jetzt leckt sie überhaupt nicht mehr. Ich dachte schon, es fängt wieder an zu lecken, aber... Nein, das ist eventuell nur an der Engine so, dass die Engine manchmal nicht laden kann. Lotti on. So. Das muss ich natürlich... Ey, ich... Weißt du, was ich für ein K noch mache? Ich mache den Barbaso. Es gibt den lustigen Schauspieler. Okay, ich habe schon zu viel gesagt. Gut, ich sag nichts mehr. Aber ich werde den so nennen, benennen. Okay. Was ist denn das?
Ah, jetzt kommen wir wieder diese Agro-Monster, die Grabräuber. Ah, yeah. Das war im Let's Play Season 4 so, dass man da echt immer bei diesen Grabräubern, ja, da Grabwächter sind sogar, ja, Grabwächter sind es, ja. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen. Ja, jetzt will ich Silber finden, aber ich finde es nicht, weil ich hier noch nie war. Weiß ich ja nicht, wo die sind. Wo sind die Silber? Oh, schaut euch mal diesen Vulkan an! Der war ja damals in Season 4 auch so cool. Aber da hab ich ja den neuen PC noch nicht gehabt. Ich glaub's. Da war noch der alte, oder? Nein, das war 2005. Ach komm. Ja, das war ja 2005. Habe ich den PC schon 2004 gekauft? Okay, weiß es daher nicht mehr. Ja, jetzt gehen wir mal noch in die dritte, in die vierte Stadt hier unten. Hä? Komm, wir gehen hinten durch. Ja. Wir gehen hinten durch. Ich will mal kurz einen Grabwächter an. Aggroen. Okay, die sind nicht mehr aggro. Cool. Das merke ich auch langsam. Sind hier irgendwo? Ich leide mit dir. Oh. Bring die mal rüber. Ah, ich habe Name noch gedrückt. Ich liebe den Namen Wesley Snipes. Der ist so cool. Ich will auch mal Schauspieler sein. Unbedingt. Das ist mein Ziel. Me too. Das war jetzt ein Grabräuber. Nein, das Skelett zu kriegen. Aber der ist aggro. Okay. Zwei. Oh ja, wir haben so viel Spaß hier beim Suchen, hä? Ich sollte langsam um die Monster kümmern. Aber hier gibt es keine Monster. Oh, der Gray ist auch wieder hier. Ich habe schon Dre gesagt. Dr. Dre. Ja, hier oben ist sonst nichts, kein einziges. Ja, tut mir leid, dass dieser Part gerade noch ein bisschen langweilig ist. Ich werde ihn besser machen. Bestimmt. Gut. Sehr große, süße Königskobra. Du musst die Kühe noch... Ah, oh, Draco, hey. Ach Gott. Schaut euch mal das Detail an. Das ist unreal. 4 Engine.
Oh, Kohle! Hab ein Kohle. Brauchst du? Ich nehme sie jetzt auf, damit sie handeln kann. Ich geb's ihr. Schöne Namen. Yes, ich hab Kohle. Dann ist Silber nicht weit. Da oben wahrscheinlich ist Silber. Ach, das freut mich so. Sie hätten ein paar mehr Landschaftsobjekte einbauen sollen, wie zum Beispiel Silber, Klumpen, Erze. Also mit den Gesteinen ringsum noch und so weiter. Wo ist jetzt der Große? Wo ist eigentlich der Große? Habe ich den verpasst? Der muss doch irgendwo hier sein. Aber irgendwie die Monster schaffe ich nicht weiter. Wie kann man die Monster anzeigen von weitem? Gib nen. Wie schreibt man Shake? Shark, oder? Hab ich schon lange nicht mehr geschrieben. Hau ab, du Lapp. Das kämpfen wir aus. Komm vom Gaul. Geh weg. Was ist... Los, 1 gegen 1. Faustkampf. Gegen mir hast du ne Chance, bin 12. Du sammelst auch noch Kohle, heil, ja? Ja, ja. Also der Chat ist das Beste an Malala. Gestern schon mega lustig gewesen. Vorgestern schon mega lustig gewesen. Ja. Laser, du Lappen, hau ab. Heili. Ist Laser heili? Da ist ja der Große. Wieso ist der nicht mehr so groß? Seit wann ist der nur noch so klein? Boah, ich hätte ihn fast verpasst. Gut, dann habe ich ihn endlich gefunden. Jetzt bin ich der Beste, der glücklichste Mann auf Erden. Jetzt brauche ich noch die glücklichste Frau auf Erden, dann bin ich glücklich. Ah, ich habe ihn gefunden. So cool. So. Ich glaube, ich töte mich jetzt hier oben irgendwo. Ich werde mein Leben beenden. Ich sammle das später. Ich glaube, es ist hier unten. Ja, ja, hier unten ist es. Denke ich mal. Tschüss. Boah, 799 Schaden. Und ich hatte ja noch weniger Leben. Sonst hätte ich das überlebt. Ja. Laser, du Lappen, hau ab. So, wo bin ich jetzt wieder? Okay, hier. Ja gut, wir müssen irgendwo bei schwächeren Gegnern hingehen. Hm? Hm. Das ist gelb. Ich möchte irgendwie... Ja komm, gehen wir zu dem... Hey, genau, wir machen jetzt grün, grüne Gegner. Ja, sie sind grün. Du Pfeife. Ich will nicht bei grünen Items sammeln. Ich will sowieso eigentlich nicht mehr Items sammeln. Weil der Ritt kann ich dann auch mal mit einem Twink noch hochstufen. Ich mache noch mehr Jäger. Ich mache ganz viele Jäger.
So ungefähr 20.000. Ja, ja. Also stufen wir den einfach hoch. Ja, komm, können questen. Sicher ab. Also, gehen Richtung vulkanische Zone. Können wir hier runter? Komm, wir gehen hier am Berg entlang. Ich freue mich schon, die anderen zu trollen, hä? Ich hoffe, ich trolle nicht allzu sehr die Icken. Aber eben, wenn ich halt nicht so gut spiele, dann spiele ich halt nicht mehr so gut. Beziehungsweise, wenn ich mehr so gut spiele. Aber schaut euch mal die Grafik an. Es ist so comichaft alles. Es ist einfach nichts da. Aber man sieht sogar die Bäume hier. Ist das übertrieben? Also so gut hatte ich das letztes Mal nicht eingestellt, oder? Das ist jetzt das erste Mal, dass es so schöne Grafik ist. Boah, meine Arschbeine. Ja, ja. Ist überall Kiefernholz. Voll diese Verschwendung von Ram. Ist das eine Verschwendung? Das Kupfer. Das ist ein Gestein. Sonny. So, jetzt weiß jeder, dass ich Blade aus dem Form bin. Der einfach das Form voll trollt. Ach. Sprech mit Tahi. Geh in Richtung Umgebung von Altarok. Und wo ist Altarok? Ja, das ist die Umgebung. Ich weiß es. Ich habe trotzdem nachgeschaut. Ach, ja. Bald fangen die Vlogs an, aber ich habe noch ein Problem. Ich kann PayPal nicht bestätigen. Die schicken mir einfach nichts auf mein Bankkonto. Ich habe jetzt das alles schon immer wieder umgeändert, das ganze Bankkonto. Und, ja, trotzdem geht es nicht. Also PayPal ist der größte Scheiß. Sorry, dann kaufe ich mir eine Kreditkarte. Kostet nur 100 Euro pro Jahr. Ja, kann ich mir leisten. Gut, gehen wir mal hier durch. Ich liebe die Musik hier unten. Ich liebe sie einfach. Weil ich sie liebe. Weil ich sie gerne habe. Ja. Ah, wisst ihr noch, wo wir hier gewesen waren? Das war erst vor... Wie lange war das her? Ein Monat? Auf jeden Fall... ja. Waren wir als Alse in der A hier. Ach ja. Ich freue mich darauf, hä? Uns ein bisschen warm zu trollen mit Level 30 oder so. Ich werde auf jeden Fall Gas geben, hä? Ich werde natürlich craften nebenbei noch. Aber das muss ich einfach so machen, dass ich das zwischen den Parts mache, weil ich denke, euch ist es langweilig. Und bitte sagt mir, was findet ihr toll, was soll ich bringen und was findet ihr nicht toll? Und wenn ich wirklich muss, dann gehe ich auf Raum und spiele mit dem Schützen weiter. Oder mit dem Baba natürlich. Aber mit dem Baba habe ich halt noch ein bisschen weniger Chance. Euch ein bisschen zu zeigen, aber... Naja, gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich werde den Jäger natürlich verwenden. Ich werde nicht selber eventuell kämpfen. Aber ich werde... ja, mein Bestes geben. Wieso muss ich jetzt wieder da drüben hin?
Ich muss irgendwie schaffen, mit dem Jäger sehr viel Schaden zu machen, damit ich die Bosse machen kann. Torque und Ra und Everdeem. Ja. Wieso ist das hier blau? Hä? Was ist das blau? Eis. Könnte Eis sein. Aber schaut euch mal, da oben ist ein Spieler. Seht ihr den? Oh. Jetzt ist er voll vom Berg verquetscht worden. Oh, der Berg hat sich weiter aufgebaut. Oh, schaut, da oben ist auch ein Spieler auf dem Vulkan. Das ist doch der Vulkan. Ja, das ist der Vulkan. Wie sieht denn der aus? Da ist er wahrscheinlich der Krater, hä? Sieht ja mega hässlich aus. Also. So. Boah, es ist kalt. Ich friere gerade. Stück für Stück ab. So, und jetzt muss ich ins Allerheddorf. Wieso ist der Aller ein Hockkopf? So hat der Aller einen Kopf. Wieso ist kein A dabei? Allerherde. So, du Nuss. Gut, diese Quest haben wir. Und wir haben gemaschtes Licht ge... Boah, ist das gut. Dankeschön. Ja, wir haben schon ein bisschen gesammelt und gecraftet. Besseren Bogen habe ich auch. Den konnte man ja, herstellen. Ja, sonst habe ich die Quests oben gemacht. Ich muss jetzt nur noch eine Quest abgeben da oben. Zum Tahit muss ich. Und danach, ja. Also ich werde auf jeden Fall mit euch noch ein bisschen questen, das ist klar. Aber eben, entscheidet bitte ihr, was ihr sehen wollt, gell? Seid ein bisschen, ja, nicht so schüchtern und sagt mir bitte, was ihr wollt. Dann kann ich es auf euch anpassen. Ich will es ja auf euch anpassen, gell? Gut. Und eben die Qualität und alles, die wird noch steigen, hundertprozentig. Ich schwöre es auf euch. Ah, sieht die Grafik schön aus wieder. Jetzt sind alle wieder neidisch und sagen mir, ich darf das nicht verwenden. Wieso denn? Also ich werde auf jeden Fall zwischen den Parts auch noch ein bisschen farmen. Ich werde nicht leveln. Also leveln tue ich halt, wenn ich farme. Aber nicht nur bei hellgrünen Gegnern, gell? Ich werde das später natürlich dann auch immer weitermachen. Aber auf jeden Fall möchte ich halt auch ein bisschen effizienter werden. Und das ist jetzt wirklich mein letzter Charakter, den ich wieder anfange so schnell. Ich werde andere Charakter Sphinx anfangen, aber wahrscheinlich nicht zeigen. Und irgendwann habe ich dann plötzlich in Level 60er Barbar und kann mit dem natürlich schlachten gehen. Aber eben, ich bleib Jäger. Ich hasste Jäger wegen der Störung und alles. Aber das habe ich weggelegt. Ich hasse Jäger irgendwie nicht mehr. Irgendwie wurde die Störung auch ein bisschen besser. Keine Ahnung. So. Hexer werde ich natürlich noch nehmen und eben den Ritter. Aber Barbar werde ich so schnell halt nicht mehr machen. Level 60 Scroll kaufen. für 95 Euro, oder? Hallo? Ah, es ist einfach grau gewesen. 99 Euro. Kann mir mal jemand der Wechselkurs zwischen Euro und Xim sagen? Weil ich kenne nur Xim, also Franken gegen Xim. Ich bin ja als Schweizer. Ich bin so einsam. Ich bin ein Armer.
Schokoladenliebhaber. Vom Schokoland bin ich. Oh. Da oben ist wieder niemand. Können wir wieder ein bisschen Gestein sammeln? Ja, lieber nicht. Halt die Gusche. Genau, halt dir mal die Gusche. So, jetzt haben wir wahrscheinlich keine Quests mehr. Gehen wir zurück. Nach Altaruk. Wie heißt die andere Stadt? Medenet. Boah, das kann ich ja nie merken. Meleketi, Medenet. Allah hat. Allah, du hast den Kopf hier gelassen. Jetzt kommen alle Moslems und hassen Regnung. Oh je. Yeah. Allah sieht alle hier in Regnum. Ihm gehört Allah Head. Ja, das wäre besser. Danke. Wie komme ich jetzt hier nach oben? Da kommt man ja nicht nach oben. Gut, das kann ein anderer abholen. So ein Mist. Mich hatte jemand gefragt, wieso ich Regnum noch nicht so kenne. Ich bin doch ein Suchti. Dann habe ich ihm gesagt, ich bin kein Suchti. Ich bin niemand, der täglich spielt. Ich bin niemand, der immer täglich spielt. Und so weiter, und dann hat er nie mehr zurückgeschrieben. Das war so süß, das war leider per PN, aber ich hätte es gerne euch gezeigt, aber Freps nimmt mir nicht mehr den Desktop auf, nur noch Ingame, keine Ahnung wieso. Aber weiß es nicht. Aber ich hätte es gerne gezeigt. Ich werde es sicher mal im Vlog dann bringen. Aber das ist so lustig, was ich manchmal für PNs bekomme. Also schreibt mir PNs, ich will mich zu Tode lachen. Dankeschön. Ich bin so böse. Ah, da oben müssen wir hin. Hey, Mose. Und ich bin schon wieder müde. Bin erst aufgewacht. Bin schon wieder müde. Tja. Trumpf ist Trumpf. So, jetzt ist 28 Minuten. Tut mir leid, ich kann die nächsten Quests nicht mehr bringen, aber das kann ich jetzt nutzen fürs Craften. Werde wieder ein bisschen craften, hab dann halt mehr XP bis zum nächsten Part, aber ja, es geht ja sowieso noch extrem lange. Also, Dankeschön fürs Schauen, bis zum nächsten Mal, euer Dragobasler. Tschüss!